Ja, hallo und herzlich willkommen bei der Autotester.de. Ich bin heute in meiner Heimat, nämlich dem wunderschönen Schwarzwald. Und was für ein Auto wird besser hier hinpassen als der neue Jeep Wrangler Modelljahr 2018? Ihr werdet euch fragen, Mensch, das dritte Video zum Wrangler? Ja, das dritte Video, warum? Punkt Nummer eins, solche Geländemonster wie den, die gibt es nicht mehr so oft. Das hat meinen Respekt verdient. Punkt Nummer zwei ist eins meiner absoluten Traumautos. Ich überlege mir, den privat zu kaufen. Ja, dann seht ihr natürlich, der ist dreckig. Warum? Weil ich es in diesem Video mit der Offroad-Eigenschaft von diesem Auto ernst meine. Ich will euch aber natürlich auch erzählen, wie er sich auf der Straße fährt. Ich will euch erzählen, was Neues im Vergleich zum Vorgänger. Ich will euch erzählen, wie der Innenraum sich weiterentwickelt hat. Ich will euch erzählen, was man mit diesem Auto alles machen kann. Die Vor-, die Nachteile. Ja, alles Mögliche eben. Ich werde im Wettbewerbsumfeld auch ein bisschen einordnen. Und wenn ihr Bock auf dieses Video habt zum Jeep Wrangler Modelljahr 2018 mit dem 200 PS Dieselmotor, dann bleibt gerne dran. Viel Spaß dabei. Ja, ich bin im Profil von unserem Wrangler hier und ihr als aufmerksame Beobachter werdet euch fragen, was macht er hier? Warum ist dieses Auto schmutzig? Wenn ein Auto schmutzig sein darf im Video, dann finde ich, ist es der. Warum? Eben, weil es eins der letzten echten Offroad-Monster ist auf dem Markt. Und ihr werdet euch vielleicht genauso fragen, warum eigentlich das dritte Video? Ich bin ein riesen Fan von diesem Auto, weil ich finde, wenn man was baut, was es nicht so oft gibt, was vielleicht kein Mini-SUV ist oder so wie das, was alle wollen, dann hat das meinen großen Respekt verdient. Und vor allem hat ein Auto meine Achtung verdient, das ein bisschen mehr kann als alle anderen. Ihr wisst, im Gelände ist dieses Auto nahezu unschlagbar und hat wahrscheinlich mit dem Mercedes G-Modell seinen größten Konkurrenten. Der Defender war einer seiner größten Konkurrenten. Der wird aber seit 2016 nicht gebaut und wird wahrscheinlich 2020 neu kommen. Dann gibt es noch den Suzuki Jimny. Der ist wesentlich billiger als der, kleiner, kann auch nicht so viel, aber kommt dem auch schon relativ nah. Hier steht er jetzt natürlich in kurzem Radstand, also ideal fürs Gelände, als Dreitürer allerdings nur. Und ja, dann müssen wir vielleicht noch kurz über den Motor sprechen. Hier ist ein 200 PS Motor, ein 200 PS Dieselmotor drin. Und ja, jemand, der mir sehr nahe steht, hat gesagt, Mensch Jan, du kannst doch dieses Auto eigentlich nur noch als Diesel kaufen. Warum? Na, weil er wesentlich weniger braucht. Das ist ein relativ schweres Auto mit knapp 2 Tonnen hier. Der Diesel hat viel Drehmoment von unten raus, guten Verbrauch und an der Tanksäule wird es natürlich auch ein bisschen billiger. Für all die, die sich natürlich in die Hosen machen mit einem Diesel, was ihr gar nicht müsst, weil der hat jetzt Euro 6D Temp, also mit dem SCR-Cut aktuell die beste Einstufung. Ja, für die wird es dann noch Anfang, Mitte 2019 den Benziner geben in diesem Auto. Und ganz interessant ist, Jeep hat gesagt, sie wollen ab, ich glaube, 2022 keine Diesel mehr verbauen. Also wird das wohl hier der letzte Diesel im Wrangler sein. Auf den großen Diesel, den es in den USA gibt, glaube ich, mit 286 PS, den Sechszylinder, verzichtet Jeep in Europa, was auch sehr schade ist, weil auch dafür gibt es bestimmt, hätte es einen Markt gegeben. Ja, nun steht er aber nun mal da. Ich habe es euch gesagt, ist eins meiner Traumautos. Ich überlege tatsächlich, mir den zu kaufen. Und ein Kaufargument ist auf jeden Fall immer die Optik. Und die will ich euch jetzt zeigen. Viel Spaß dabei. Ja, und dann sprechen wir einfach mal über die Wrangler-Optik. Und ganz im Ernst, welchen Automobilenthusiasten gefällt es nicht? Erstmal haben wir diese riesigen Kulleraugen. Wir haben eine sehr kantige Form. Das Auto ist 1,90 Meter etwa breit, bisschen drunter. Und ja, ich glaube, wenn euch dieses Auto nicht gefällt, dann habt ihr auf jeden Fall einen anderen Geschmack als ich. Ich stehe drauf, dass der hier so kantig ist, dass der hier so ein echtes Offroad-Ding versprüht. Das hat sonst nur noch der G. Suzuki hat das beim Jimny, beim neuen übrigens auch sehr toll hinbekommen mit der kantigen Form. Und ich bin gespannt drauf, was Land Rover mit dem Defender dann zaubert. Das wird auf jeden Fall eine sehr viel neuere Optik sein als beim alten. Was ich beim Jeep allerdings mag, ist, dass der sich immer treu bleibt. Das heißt, der sieht immer sehr ähnlich aus und Jeep-Fans wollen diese große Veränderung auch gar nicht und da muss ich sagen, ja, ich habe euch erzählt, ich überlege mir dieses Auto zu kaufen und ihr werdet euch fragen, warum, es gibt doch so viele tolle SUVs, stimmt, die sind auch wirklich alle schön, die meisten zumindest, aber die sehen sich alle sehr ähnlich und hier haben wir was Eigenes, hier haben wir eine Optik, die mutig ist, weil sie sich eben selbst treu bleibt. So, ja, und jetzt geht es bei mir ein bisschen darum, euch zu erklären, was macht die Optik aus und wie hat sie sich im Vergleich zum Vorgänger verändert. Okay, erstmal die Leuchten hier, die lachen einen an, Kulleraugen, LED-Leuchten ab den höheren Ausstattungslinien serienmäßig. Dann haben wir hier die Tagfahrlichter, hier schön in den riesigen ausgestellten schwarzen Plastik-Radhäusern. Ja, Licht, habe ich euch gesagt, ist immer wichtig. LED-Leuchten würde ich hier drin nehmen. Ist auch im Gelände wirklich entscheidend, dass man halt nachts gut sieht. Die Tagverleuchten hier drin sind sehr, sehr praktisch. Ja, und dann haben wir natürlich hier diese 7 Streben. Die sind bei jedem Jeep gleich.
Also bei jedem Jeep da, und im Vergleich zum Vorgänger haben die sich so ganz leicht nach außen gewölbt, aber auch das ist wirklich verschmerzbar. Ja, und was haben wir dann hier noch? Wir haben hier Ösen für die Motorhaube, kann man hier schön auf und zu machen. Es sorgt eben dafür, dass die im Wind nicht rumflackert oder am Gelände auch sehr steif ist. Finde ich wirklich gut. Und dann seht ihr natürlich hier unten diesen riesen Stoßfänger. Der hat Vorteile, und dass der so groß ist, das wollte Jeep eigentlich auch nicht, ist aber ein bisschen dem Fußgängerschutz geschuldet, weil eben diese Motorhaube hier so aufrecht im Wind steht. Ob es was bringt, weiß ich nicht, aber die werden sich schon was dabei gedacht haben. Was ich schön finde, ist, man kann sich hier draufsetzen, bequem in die Ferne schweifen und angeln oder so, keine Ahnung, aber es hat einen Vorteil, dass man sich hier draufsetzen kann. Finde ich wirklich gut. Ja, hier steht er in dem kurzen Radstand, genauso muss er sein. So ist er im Gelände natürlich wesentlich praktischer, weil er ist wendiger. Das Auto wiegt 2,1 Tonnen, sieht auch schwer aus und macht wirklich was her. Und ich kann euch eins sagen, wenn ich mit meinen Freunden, zu meinen Freunden mit diesem Auto kam, alle wollten wissen, was ist es, alle fanden es cool. Also dieses Auto ist mit einem echt guten Image behaftet. Ich weiß nicht, wie wichtig euch das ist. Mir ist es nicht unwichtig, ich finde es unglaublich schön. Wir haben hier oben auch noch zwei Ösen, um was festzumachen. Hier Lufteinlässe natürlich drin. Da das Jeep-Zeichen hier vorne, dieses Orange, finde ich wunderschön. Die Farbe gefällt mir richtig gut, passt perfekt zum Auto. Klar kann man es auch in Schwarz oder Rot nehmen. Aber das ist wahrscheinlich eine Farbe, wie ich sie mir nehmen würde. Aber was wir jetzt mal machen, ist uns die Seite anschauen und schauen wir mal, was da passiert. Ja, erstmal ist dieses Auto natürlich unglaublich kantig. Das ist hier 1,88 Meter etwa hoch und 4,33 Meter lang. Wie gesagt, der kurze Radstand. Böschungs- und Neigungswinkel sind, glaube ich, 37 Grad vorne, 30 Grad hinten. Ist ein bisschen besser als beim Fünftürer. Also im langen Radstand, der ist dann 4,88 Meter breit, hat halt den Vorteil, dass wir hinten noch zwei Türen haben und hat den Vorteil, dass wir einen wesentlich größeren Kofferraum haben, hat aber den Nachteil, dass eben Böschungs-Neigungswinkel schlechter sind und dass das Auto wesentlich weniger wendig ist und, glaube ich, 100 Kilo etwa mehr wiegt. Ganz interessant, der Aufbau hier drin ist immer noch ein Leiterrahmen. Jeep hat versprochen, dass der 100 Kilo leichter sein soll, etwa als beim Vorgänger. Das Auto ist aber trotzdem, glaube ich, 50 Kilo schwerer insgesamt. Woran das genau liegt, weiß man nicht. Der Motor hier drin müsste wahrscheinlich eigentlich auch ein bisschen leichter sein, weil es ja nur noch ein Vierzylinder-Diesel ist, aber macht gar nichts. Jetzt will ich euch mal die Details vom Auto erklären. Ja, wir haben hier den Rubicon, also die absolute Offroad-Variante. Hier steht es drauf, Rubicon. Das macht schon was her, oder? Ihr seht erstmal hier diese riesigen ausgestellten Rathäuser. Das Auto habe ich euch extra ein bisschen schmutzig gemacht, damit ihr mir auch glaubt, dass ich im Gelände damit unterwegs war. Ja, hier hinten haben wir auch diese Rathäuser. Hier haben wir Felgen drauf, die gar nicht so groß sind. Das sind, glaube ich, 17 Zöller. Aber wir haben riesige Offroad-Reifen, All-Terrain-Reifen hier drauf, die wirklich gut aussehen und schön zum Auto passen. Ja, da haben wir natürlich Plastik, schwarze Plastikspiegel, die gut passen. Hier steht drauf Allrad Jeep Wrangler. Richtig schön, sehr kantig die Form vom Wrangler. Hinten abgedunkelte Scheiben natürlich, passt richtig gut dazu. Ich habe es euch in meinem anderen Video schon erklärt, was die Optik vom Auto ausmacht. Dieses Auto hat eine Besonderheit. Nummer eins, wir haben drin so einen Schraubschlüssel, mit dem wir dieses Auto nahezu ganz auseinanderbauen können. Wir können die Frontscheibe umklappen, die klappt sich dann nach vorne weg. Müssen wir halt irgendwie aufschrauben. Das habe ich noch nicht selber ausprobiert, gebe ich zu, weil ihr auch ein bisschen Angst habt, den Lack dann kaputt zu machen. Man darf auch nicht mit umgeklappter Frontscheibe fahren. Im Winter wird es sehr kalt, kann man aber machen. Dann haben wir hier das Hardtop mit zwei Elementen vorne, die man rausbauen kann. Geht wesentlich leichter als beim Vorgänger mit so einem kleinen Drehverschluss an mehreren Stellen. Also es geht sehr leicht, kann man dann im Kofferraum schön unterbringen. Ja, und was wir dann noch machen können, ist natürlich dieses ganze Plastikelement hier hinten irgendwie ausbauen. Wie es funktioniert, weiß ich nicht, aber es geht. Und cool ist natürlich auch, an den Ösen hier können wir die Türen ausbauen. Die sind einfach nur an so einem schwarzen Seil hier befestigt in der Tür, also auch sehr, sehr praktisch. Ja, ansonsten schaut euch dieses Auto an, was soll ich euch groß dazu erzählen? Es ist einfach ein Genuss in der Optik, in der Seite. Ich habe euch jetzt Böschungs- und Neigungswinkel erklärt. Die Offroad-Fähigkeit von einem Auto neben dem ganzen Antrieb mit Untersetzungen und Allrad macht natürlich eine Sache aus, sind Böschungs- und Neigungswinkel. 37 Grad vorne, seht ihr, das hat ein bisschen mit der Bodenfreiheit, mit der Radfreiheit zu tun. Und 30 Grad hinten, der Rest ist dann Watttiefe noch, also dieser Abstand zum Boden, wie tief kann ich durchs Wasser fahren. Ja, ich habe es euch jetzt von vorne erklärt, was wir jetzt natürlich mal machen wollen. Hier hinten kann man den auch schön betanken, hier
hat man dann den AdBlue, neben dem Diesel noch den AdBlue-Tank drin, den man da betanken kann. Aber was wir jetzt mal machen, ist uns das Auto einfach von hinten anschauen. Ja, da steht da, ich habe es euch gesagt, schön kantig. Und hier hinten haben wir natürlich, wie sie es gehört, ein Jeep-Ersatzrad drauf. Und schön ist auch hier die Rückfahrkamera, die, glaube ich, jetzt im Wrangler immer serienmäßig ist, weil ganz im Ernst, man sieht da hinten schlecht raus. Neu sind hier diese LED-Rückleuchten auf jeden Fall. Die haben eine ganz eigene Jeep-Grafik. Ich werde sie euch jetzt nicht anmachen, weil ich Angst habe, dass die Batterie leer geht. Wir haben hier hinten Abschleppöse. Dieses Auto zieht, soweit ich weiß, im kurzen Radstand nur 1,5 Tonnen und im langen Radstand dann, glaube ich, 2,4 Tonnen oder sowas in der Art. Aber es ist auch sehr praktisch und ganz eigen ist der Mechanismus, wie es hier hinten aufgeht. Ja, so öffnet sich die Rückklappe und dann, pass auf, können wir hier noch das kleine Fenster da hinten oben öffnen. So können wir schön beladen. Die Rückbank können wir hier hinten praktisch umklappen. Wir haben natürlich hier relativ wenig Kofferraumvolumen im Vergleich zu dem Auto mit langem Radstand. Ihr seht hier hinten auch schön die Leiterrahmenkonstruktion, die natürlich wahnsinnig viel Stabilität in der Karosserie gibt. Wir haben hier hinten schön abgedunkelte Scheibe, was natürlich auch richtig praktisch ist. Ja, ich kann euch vielleicht zur Optik nur so viel sagen. Ich bin ein riesen Fan davon. Wenn ich dieses Auto sehe, geht mein Herz auf. Und ich finde dieses Auto im kurzen Radstand auch schöner als im langen Radstand. Vielen geht es anders. Langer Radstand heißt übrigens Unlimited. Und dann ist auch noch ganz interessant, wir können dieses Plastikteil hier irgendwie auch ausbauen, soweit ich weiß. Und dann haben wir natürlich ein echtes Cabrio. Und dann gibt es natürlich wie bei allem so Kritiker, Nörgler, die sagen, das ist doch irgendwie so ein Barbie-Auto, wer braucht denn das? Ja, auf der Straße braucht man es nicht wirklich. Und, aber im Gelände, da gibt es eigentlich nichts Besseres als das. Und vor allem, wenn man irgendwo lebt, wo es viel schneit, wie jetzt, jetzt fängt es an zu schneien, dann hilft einem dieses Auto hier ungemein, dann kann es Leben retten, das ist richtig praktisch. Übrigens eine Sache, die ich noch vergessen habe, ihr wollt natürlich immer so ein bisschen wissen, was ist anders im Vergleich zum Vorgänger. Die Leuchten hier sind wesentlich anders, die geben so ein bisschen Moderne ins klassische Design und wir haben an der Seite jetzt zum Glück endlich richtige Türöffner, nicht mehr diese Knöpfe, die waren wahnsinnig schwer zu bedienen, auch irgendwie cool, aber jetzt haben wir hier diese Griffe, die wirklich gut sind und ja, drei Dachkonstruktionen, ich habe es euch gesagt, das ist jetzt das Hardtop, das ist eigentlich die klassische Variante beim Jeep Wrangler. Wir haben neu die Jalousie und wir haben immer noch natürlich dieses Faltdach, was man zusammen basteln muss, was nicht ganz so praktisch ist, weil wenn es wie jetzt anfängt zu regnen oder zu schneien natürlich, dann braucht es eine Weile, bis man es wieder drauf gebastelt hat. Für die Faulen, die können die Jalousie bestellen, die soll etwa 1000 Euro kosten. Ja, das war's zur Optik. Was ich jetzt natürlich mit euch machen will und muss, ist, wir müssen uns in den Wrangler reinsetzen, weil innen hat sich natürlich auch eine ganze Menge getan. Ja, und jetzt sprechen wir endlich mal über den Innenraum von unserem Jeep Wrangler Rubicon in der kurzen Version. Ich bin jetzt hier drin und jetzt mache ich am besten zuerst mal hier die Zündung an. Da kommt dann schön Rubicon-Zeichen da vorne, die Jeep-Streben. Das Auto will jetzt natürlich, dass ich es anmache, aber ansonsten ist es hier drin schon wirklich echt anders als so ziemlich alle anderen Autos, wenn man so das Mercedes-G-Modell kennt, okay, das ist ähnlich robust innen, aber ein bisschen mehr PKW-mäßig. Wenn sich jemand schon in den neuen Suzuki Jimny gesetzt hat, der ist auch, hat auch eine sehr steile, ein sehr steiles Armaturenbrett da vorne. Ansonsten der Defender kommt in die Richtung. Aber es ist eigentlich, da sind wir ehrlich, was es nicht so oft gibt. Und deshalb ist es halt auch so cool. Vor allem hat sich hier drin einiges getan. Ich werde probieren, ein bisschen Struktur hier ins Innenraumvideo zu bekommen. Falls ich irgendwas vergessen sollte oder hier es irgendwas nicht gibt, was es in den beiden anderen, die ich getestet habe, gibt, dann schaut doch einfach gerne mal in die anderen beiden Videos rein zu meinen Wranglern, die ich gemacht habe. Ja, vielleicht fällt euch dann auch ein Fehler auf. Ja, also wie gesagt, hier erstmal hier das Armaturenbrett sehr steil, sehr robust gehalten hier vorne alles. Auch Gummifußmatten kann man hier drin haben, sodass man alles irgendwie schön sauber wieder abwaschen kann hier drin, wie im Puff oder so. Nee, Quatsch, das ist halt einfach praktisch, weil jetzt auch schon durch meine Videoaktivität hier sind die Fußmatten echt schmutzig und mit Gummifußmatten hat man da einfach ein sauberes Paket. Schön ist erstmal, wenn man den Wrangler besteigt, wir haben nicht mehr diese Knöpfe wie früher, sondern jetzt richtige Griffe.
Das viel, viel praktischer ist, weil für die Knöpfe musste man echt ein bisschen Kraft in den Daumen haben, was ich auch ganz cool fand. Ja, und dann haben wir hier drin erstmal Offroad-Elemente. Wenn ich seht das, ja, ihr seht hier haben wir einen Oh-Scheiße-Griff, einen Oh-Shit-Handle. Den haben wir an der anderen Seite spiegelverkehrt aus. Und hier unten ist nochmal ein Wrangler. Haltegriff, wo sich die Oma dann, wenn sie mal mit mir durchs Gelände fährt, natürlich festbeißen kann oder so. Ansonsten ist hier wirklich alles sehr robust. Ich habe es euch gesagt, aufrechtes Armaturenbrett, sehr gut abwaschbar alles. Wir haben dieses lange Element hier, das in so einem Grau ist, das lackiert, kann man übrigens auch in Wagenfarbe haben, wenn das Auto rot ist, schwarz, weiß. Schaut euch das im Konfigurator an, aber das ist so ein kleines Fashion, so ein Fashion-Element hier drin. Das gibt es auch so ähnlich im Polo. Ja, musste man jetzt halt einmal mal sagen. Aber ich finde, es passt richtig gut in den Wrangler, weil wer sagt denn, dass der Wrangler hier drin nicht auch mal ein bisschen schick sein darf? Schick ist übrigens auch die Möglichkeit, diese beiden Dachelemente hier rauszumachen. Da haben wir so Drehverschlüsse. Das sind 1, 2, 3, 4, 4... und nochmal ein Element zum Zuziehen. Die sind relativ schnell rauszubauen, zumindest leichter rauszubauen als beim Vorgänger. Kann man dann bequem im zugegebenermaßen kleinen Kofferraum verstauen. Ja, was gibt's noch zu sagen für euch? Okay, wir haben natürlich hier in den Türen haben wir Plastik, aber das ist natürlich gut, weil das halt ein robustes Plastik ist. Dann haben wir hier das Infotainment-System, das ist neu und das ist was, warum ich so ein großer Fan jetzt auch vom neuen Wrangler bin, warum ich sagen würde, ich würde mir den neuen Wrangler kaufen, weil wir hier eben hier mit diesem Touchscreen-System was sehr Modernes haben. Wir haben natürlich Radio, wir können hier Medien anschließen, hier unten schön ein Kabel rein, USB-Kabel oder sogar Micro-USB, ein AUX-Stecker und da können wir mit Apple CarPlay dann das Auto bequem das Handy verbinden. Wir haben hier eine Klimaanlage, die wir steuern können. Wir haben sogar Apps. Apps im Wrangler, wer hätte das gedacht? Es gibt hier die sogenannte Offroad-Page. Ich hoffe, sie lädt jetzt auch und lässt mich nicht im Stich. Das ist wirklich interessant, denn im Auto sind wir im Gelände unterwegs und was wollen wir im Gelände? Genau sowas. Wir haben den Stabilisator hier vorne. Die Vorderachse kann man sehen, ob die entriegelt ist. Wir sehen die Lenkwinkel, das Verteilergetriebe hier in der Mitte. Die Hinterachssperre ist hier, sind jetzt beide entriegelt, steht hier drauf. Dann haben wir Zusatzinstrumente, Kühltemperatur, Öltemperatur, Batteriespannung, Getriebetemperatur, Öldruck, Längs- und Querneigung. Wie cool ist denn das? Wenn wir im Gelände sind, können wir damit rumspielen, haben echt ein paar sinnvolle Informationen hier im Auto. Ja, schon ganz cool. Wir haben aber noch ein paar andere Apps. Wir haben hier das Spiegel zum Abblenden. Wir können hier nochmal die Sitzheizung steuern. Übrigens, die Sitzheizung hier drin wird richtig heiß. Die wird bockheiß, auch die Lenkradheizung. Wenn es mir wirklich mal kalt ist, ist es gut. App Manager haben wir hier. Man kann auch Apps runterladen. Dann haben wir hier nochmal was für Sitzheizung. Den Spiegel kann man elektrisch abblenden. Die Navigation ist hier. Funktioniert übrigens ganz gut. Ja, und das Telefon können wir natürlich dann auch hier koppeln. Ich gehe nochmal zurück auf die Apps, weil das eigentlich mein Lieblingsgimmick hier drin ist. Ja, Struktur in meinen Innenraumvideos. Also, die Sitze hier geben nicht so wahnsinnig viel Seitenhalt, sind schön, das Leder ist gut, robust. Die rote Ziernaht mit dem Rubicon-Zeichen drauf ist ja echt schick. Wir können den Sitz auch bequem hochziehen an so einem Strick. Übrigens, ich habe es euch gesagt, die Türen da vorne sind ausbaubar, deshalb haben wir unten an den Türen ja, es sind so eine Art Seile, die Türen festhalten. Das ist dann halt einfach einfacher zum Ausbauen. Kleiner Kritikpunkt hier im Innenraum, neben ein bisschen kleinen fehlenden Seiten halt der Sitze ist, wir haben nicht wirklich viel Staufächer. Okay, wir haben hier dieses Fach. Übrigens, da ist es, das Kit, mit dem wir den Jeep Wrangler angeblich auseinanderbauen dürfen. Ich habe ein bisschen Jeep Wrangler Auseinanderbauverbot. Aber damit müsste man mehr oder weniger das ganze Auto auseinandergebaut bekommen. Sehr, sehr spannend. Da ist es. Hat hier so mehr oder weniger ein eigenes Fach. Noch ein großes Fach unten. Okay, das ist nicht so schlecht. Zwei Cupholder haben wir hier. In den Türen haben wir noch so kleine Netze drin. Ich weiß nicht, ob ihr die jetzt seht. Dann haben wir vorne noch ein Mikro-Handschuhfach. Können hier oben noch was drauflegen. Ein paar Münzen oder irgendwie Patronenhülsen, wenn wir vom Jagen kommen. Ja, jedenfalls
gibt es nicht so viele Ablageflächen, wie man sich das eigentlich wünschen würde. Aber irgendwas ist ja auch immer schön, finde ich, einfach dieses Armaturenbrett, wie es eingearbeitet ist. Hier ist übrigens alles für die Klimaanlage. Wir haben hier eben die Belüftungsfunktion, Lenkradheizung, Sitzheizung, Wärmer, Kälter, Klimaanlage hier eben an. Dann kann man hier diesen ganzen Bildschirm bequem ausschalten per Knopfdruck. Bergabfahrhilfe haben wir hier, Parkpiepser da, ESC können wir da ausmachen. Dann haben wir hier einen Mute-Knopf. Wir haben noch einen Drehdrücksteller für die Lautstärke und hier für den Browser, was sehr, sehr wichtig ist. Übrigens hier, die Fenster gehen in der Mittelkonsole auf, wie bei meinem alten Smart Roadster. Und da wird jeder sagen, was soll denn das? Mag ich gar nicht. Das ist gut, weil wir können ja die Türen ausbauen und ja, wenn wir sie ausbauen, können wir die Fenster nicht mehr aufmachen. Naja, aber theoretisch ist es dann besser, wenn die hier drin sind, weil wegen der Elektronik, versteht sich. Ja, und dann sehr wichtig hier unten sind die Differentialsperren. Vorne und hinten oder hinten nur und Swaybar, hier ein eigener Knopf, ist der Stabilisator. Das heißt, wir können fürs Gelände den Stabi vorne entkoppeln und können die Achsen sperren jeweils. Sieht man dann hier zum Beispiel in diesem Element drin, wenn die Zündung an ist. So, aber jetzt haben wir hier natürlich dieses Verteilergetriebe. Wir können hier haben quasi zwei Schalthebel. Wir können hier nur Heckantrieb einstellen. Wir können automatischen Allradantrieb einstellen. Wir können Allrad Teilzeit einstellen, also eine starre 50-50 Verteilung. Wir haben neutralen Gang und 4L ist dieser Geländer, dieser super kurze Geländegang, wo 2,7:1, also 2,7 hinten, 1 vorne sind. Also wenn wirklich nichts mehr geht, dann machen wir 4L, Swaybar koppeln und sperren alle Achsen. Dann haben wir wahnsinnig viel Möglichkeiten im Gelände, dann können wir über jede Wurzel kraxeln, kommen wir nahezu aus jedem Schlammloch. Das ist schon wirklich echt beeindruckend. Die Oma muss ich dann hier festhalten. So, jetzt sind aber eure Fragen, was ist denn hier dieses Rubicon-spezifische drin? Ja, eben Rubicon auf dem Sitzen. Wir haben hier diese roten Ziernähte. Wir haben das hier vorne so ein bisschen bezogen. Wir haben das hier in einem eigenen Element. Schön ist auch immer der Willis hier auf dem Schalthebel der 8 Stufen. Das 8-Stufen-Schaltgetriebes von ZF, was wirklich übrigens solide ist und gut zu dem 200 PS Dieselmotor passt, wie ich finde. Hier oben haben wir übrigens zweimal Boxen, was cool ist, weil die kann man ja nicht in die Tür machen, weil man die ausbauen kann. Hier oben haben wir auch keine Möglichkeit, weil wir die Elemente auch ausbauen kann. Und vorne drin auch nicht so wirklich viele. Also haben wir die hier oben. Das sieht richtig cool aus meiner Sicht. Ja, zum Infotainment vielleicht noch ein bisschen was. Das ist einigermaßen solide, ist relativ schnell, ist nicht das Beste auf dem Markt, aber in so einem Offroad-Auto, vielleicht neben dem, was aktuell das G-Modell hat, wahrscheinlich das Beste. Ja, dann haben wir hier vorne natürlich Drehzahlmesser und ein Tacho, noch analog, zum Glück Jeep-Fans werden es lieben. Und neben dem Drehzahlmesser haben wir eine kleine Anzeige, wo wir sehen können, was wir eben hier mit diesem Untersetzungsgetriebe machen, wo gerade der Antrieb ist. Das ist auch ein bisschen beschwerlich, wenn man das so verstellen will, da braucht man Kraft für. Ho, ho, ho. Vielleicht schon ganz cool. Ja, und dann haben wir in der Mitte eben noch so ein kleines digitales Element, wo wir uns die für uns wichtigsten Sachen drauf zeigen lassen können. Eben auch dieses kleine Schaubild hier sehen wir mit dem Stabilisator vorne. Wir sehen natürlich den Verbrauch, die Durchschnittsgeschwindigkeit, was angeschlossen ist oder eben einfach ein Tacho. Ja, je nachdem, wie man es halt will, sehr praktisch, sehr modern, nicht riesig wie so ein voll virtuelles Cockpit hier, wie das VW teilweise macht, aber auch ganz cool. Ja, was kann man noch sagen? Hier links das Licht und dann haben wir natürlich ein Multifunktionslenkrad. Hier ein Tempomaten kann man hier vorne schön sehen. Ist eigentlich relativ unnötig bei diesem Auto, außer man fährt wirklich viel. Aber finde ich unnötig, weil man muss hier drin ja sowieso viel arbeiten. Ja, wir haben noch eine manuelle Feststellbremse, die cool ist. Hier drin sind übrigens diese Elemente zum Rausnehmen extra gedämmt. Fiat sagt, dass man damit halt eben, bessere Geräuschdämmung im Innenraum hat. Ich hatte es immer nur gedämmt, deswegen kann ich euch nicht sagen, ob das jetzt sinnvoll ist. Ansonsten ist hier drin natürlich eine ganz besondere Atmosphäre. Ich werde mich jetzt nicht mit euch nach hinten setzen, aber wir haben hier drin ja diesen Leiterrahmen. Der zieht sich von fast ganz hinten bis nach vorne eben durch. Hier sind die Oh-Shit-Handle festgemacht und ich kann euch eins sagen, das ist so ein bisschen ein roher Innenraum.
Der ist robust, der strahlt irgendwie Kraft aus. Wir haben hier auch übrigens einen Start-Stopp-Knopf. Aber der ist auch so ein bisschen modern und er ist vor allem eins, er ist eigen. Was man nicht erwarten darf hier drin ist, wenn man jetzt fährt, dass man sagt so, das ist so ein schickimicki Barbie-Ken-Play-Car, was auch immer. Ich will es hier drin sehr, sehr einfach haben. Nee, einfach ist es hier drin nicht, denn man muss echt wirklich arbeiten. Es ist tendenziell ein bisschen lauter. Ja, cool ist übrigens auch, bin ich am Strand unterwegs oder so, kann ich mir dieses ganze Hardtop da hinten ausbauen, kann mir diese Dachelemente hier vorne rausnehmen und kann die Türen ausbauen, kann theoretisch die Frontscheibe mit dem Schlüsselelement, das ich euch gezeigt habe, nach vorne umklappen. Und dann habe ich ein brutales Cabrio, das so garantiert niemand hat. Das ist schon wirklich ganz cool. Ja, ich überlege noch, was ich euch zum Innenraum sagen kann. Viele wollen natürlich immer wissen, kann ich hier die Lenksäule verstellen? Ja, kann ich horizontal, vertikal, nur horizontal, also nur nach oben und unten geht das. Für so ein Auto vielleicht auch ganz wichtig. Wenn man rausschaut hier vorne, dann hat man natürlich erstmal diese Motorhaube so ein bisschen im Blick. Da gibt es bessere Konzepte, aber wie gesagt, bei irgendwas ist ja immer. Ansonsten, vielleicht um es zusammenzufassen, ein bisschen zu wenig Stauraum hier drin. Die Sitze könnten ein bisschen besser ausgeformt sein, müssen aber gleichzeitig auch robust sein und abwaschbar. Das ist ein bisschen schwierig. Gutes Infotainment, gute Konnektivität, sinnvolle Technikeinbildung und wirklich solide, gute Verarbeitung und Innenraumkonzept, was halt auch ein bisschen cool ist, weil es so nicht mehr so oft gibt. Zum Glück oder leider, was auch immer. Ja, Optik ist natürlich das eine, der Innenraum ist natürlich das andere, aber worum geht's denn hier bei unserem Wrangler? Natürlich, es geht darum, wie fährt sich dieses Moped, das ist nämlich eine echte Geländefahrmaschine und das, obwohl es keinen Sechszylinder mehr gibt, sondern nur einen Vierzylinder, macht aber nichts, denn der hat 450 Newtonmeter maximales Drehmoment, was für einen Vierzylinder mit 2,2 Liter echt eine Wucht ist. Vielleicht mache ich ihn euch einfach mal auf, wir haben hier diese Ösen. Ihr seht, ich habe es euch gesagt, die sind dafür da, dass die Motorhaube nicht flattert. So machen wir ihn auf, da ist er drin, der Vierzylinder mit 2,2 Liter. Ja, was gibt es dazu zu sagen? Es sind zwar nur 200 PS, das Auto wiegt irgendwas unter 2 Tonnen. Übrigens, der lange wiegt ein bisschen mehr, 2,1 Tonnen. Aber das reicht, damit uns das Auto in 8,6 Sekunden auf 100 beschleunigt, was wirklich ganz okay ist. Ich glaube, die große Version, also der Unlimited, braucht 10,3 Sekunden. Ja, das ist wirklich okay. Ich glaube, angegeben ist er mit 7,9 Litern verbraucht. Der Diesel hier, der kleine, der große, braucht übrigens echt ein bisschen mehr, weil er natürlich mehr wiegt. Jedenfalls ist es schön, denn dieser Motor, obwohl es ein Vierzylinder ist, der schnurrt vor sich hin, der brobbelt so ein bisschen. Klingt ein bisschen wie ein Traktor, klingt sehr dieselig, klingt sehr ursprünglich, aber genau das passt doch eigentlich zu diesem Auto perfekt. Ja, und dann stellen sich halt viele die Frage und sagen so, kann ich den für den Alltag kaufen, für die Straße? Ja, natürlich kann man schon, wenn man das mag, gern zu fahren und wenn man so ein echtes, rohes Fahrgefühl mag, dann ist der Wrangler hier eine Wucht. Aber er hat auf der Straße, da bin ich ganz ehrlich, seine Schwächen. Nummer eins, er neigt sich ein bisschen, wenn man die Kurve fährt, gerade den Gegenschlag, neigt er sich wieder, schaukelt er sich ein bisschen ein. Muss man viel lenken, man muss in der Kurve auch nachlenken. Es fühlt sich ein bisschen schwammig an auf der Straße. Bei guten Bedingungen, wenn wir allerdings Schnee, Matsch, was auch immer haben auf der Straße, dann hilft uns natürlich der Allrad hier drin ungemein. Vielleicht zum Verbrauch, ich habe 6,8 Liter gebraucht im Kleinen. Der Große braucht natürlich, wie gesagt, ein bisschen mehr, ist auch ein Nachteil. Der Kleine hat eigentlich im Gelände nur Vorteile, denn er ist kürzer, wendiger. Der Große hat da so ein bisschen Nachteil, aber wir haben hier natürlich bei der kurzen Version den Nachteil, wir haben keine Türen hinten, wir haben einen kleineren Kofferraum und ein Riesennachteil ist, das Auto hier zieht nur irgendwas unter 1,5 Tonnen, der lange zieht irgendwas unter 2,5 Tonnen und dieses Auto ist natürlich eine prädestinierte Zugmaschine. Ja, der Große hat natürlich mit dem längeren Radstand aus meiner Sicht dann natürlich auf der Straße ein bisschen Vorteile, weil er ein bisschen ruhiger liegt und der Kleine hat natürlich die Vorteile im Gelände. Jetzt haben wir hier den Rubicon und ihr werdet sagen, ja Mann, Straße fahren. Ich weiß, ich kann mit dem Auto nur 180 fahren auf der Autobahn. Übrigens 180 beim Großen und beim Kleinen sind es nur 180 km/h, okay.
Aber was natürlich uns interessiert, ist, wie fährt sich das Auto im Gelände? Und da ist es einfach eine Wucht. Ich bin das G-Modell gefahren, ich bin den alten Defender gefahren und der hier ist genauso gut oder besser. Woran liegt es? Okay, wir haben hier drin natürlich ein Allradkonzept, das variabel ist. Wir können Heckantrieb einstellen. Wir können Allrad-Auto einstellen, dann entscheidet das Auto selbst, ob gerade Heck- oder Allradantrieb gut ist. In den meisten Fällen ist es Heckantrieb, im Gelände eher vorne. Je nachdem, wie viel Traktion, geht dann mehr nach vorne. Wir haben 4H Part-Time, also 4-Rad-Part-Time, eine kurze Übersetzung. Und wir haben die super kurze Geländeübersetzung, wo, glaube ich, 2,7% hinten, also 2,7:1 nach vorne. Ja, was können wir da noch machen? Wir können, wir haben einen Swaybar, also wir können den Stabilisator vorne entkoppeln. Der ist natürlich hauptsächlich dafür da, dass wir im Gelände gut unter, dass wir auf der Straße ein bisschen Ausgleich haben. Aber im Gelände können wir ihn uns in Extremsituationen ganz ausstellen. Ja, und dann können wir natürlich noch die Achsen sperren, also die Differentiale sperren in Achsen, dass sie dann geschlossen sind vorne und hinten. Ja, und dann muss ich euch eins sagen, ich war mit dem Auto jetzt im Schnee, in Seefeld, ich war mit dem Auto in Spielberg, also in Österreich, im Wald und ich habe selten sowas erlebt, denn die Jeep-Leute sind ja mutige Schweine, die haben nämlich gesagt, hey, fahrt doch einfach ein bisschen im Wald damit rum und da wäre ich ausgestiegen, wäre ich knietief im Matsch gewesen für den Wrangler. Selbst in der langen Version überhaupt kein Problem. 4H-Auto, mehr haben wir noch nicht mal gebraucht. Riesige Wurzeln, Steine mit der Bereifung hier drauf, fahren wir da einfach drüber. Überhaupt kein Problem. Das Auto kann wesentlich mehr als die meisten Menschen. Das Lenkrad ein bisschen locker gelassen und der sucht sich einfach seinen Weg und kraxelt Wege hoch durch Flussbette, durch Flüsse, wo ich sage, habe ich niemals für möglich gehalten. Und da muss man nicht mal ein guter Fahrer für sein. Das ist phänomenal. Übrigens, hier drin ist die 8-Gang-Automatik von ZF, die, glaube ich, so auch im Grand Cherokee drin ist. Sehr, sehr gut. Wir haben noch eine manuelle Handbremse da drin, auch wahnsinnig praktisch. Und wenn es wirklich nicht mehr weitergeht, dann entsperren wir den Stabilisator da vorne. Das bringt ein bisschen was. Und wir haben natürlich noch das Sperrdifferenzial in den Achsen. Und dann kann dieses Auto Dinge, wo ich sage, okay, hätte ich nicht gedacht, dass es funktioniert. Die meisten Sachen wird man sich vermutlich auch nicht mal so wirklich trauen. Ja, aber dann sagt ihr natürlich, hey, ich bin kein Förster und mache ich das wirklich dann mit meinem Auto? Vermutlich irgendwie nicht. Also mir geht es um die Straße und wenn es mir um die Straße geht, dann ist es so, okay, wenn ich irgendwo im Skigebiet lebe, hilft er mir. Wenn ich lebe, wo viel Schnee ist oder viel Waldweg oder den Reben wie hier, hilft er mir. Ansonsten muss ich natürlich ein bisschen arbeiten, aber es ist ein sehr echtes, kerniges, okay, und jetzt sage ich vielleicht was politisch nicht ganz korrekt, berechtigt, ein sehr männliches Fahrgefühl. Also wenn ich ein echter Mann sein will, dann kann ich in dem Auto auch noch ein bisschen arbeiten beim Fahren. Das ist schon wirklich ganz okay. Was man allerdings wissen muss, das Auto fährt sich nicht wirklich sehr PKW-artig. Das ist natürlich ein Punkt. Da gebe ich euch recht. Aber man sitzt natürlich auch hoch, ziemlich SUV-mäßig. Also schon ein ganz gutes Konzept. Jetzt höre ich auf zu reden. Ich hoffe, ich habe euch davon überzeugt, was das Auto kann. Wenn ich mir die Eier ganz bequem schaukeln will, nehme ich mir ein SUV. Wenn ich ein bisschen was machen will, nehme ich mir den. Und dafür bekomme ich auch eine ganze Menge Offroad-Tauglichkeit. Aber jetzt will ich einfach mal mit euch fahren. So, Kamera auf mich. All eyes on me. Nee, jetzt wird gefahren, ihr merkt schon, ich freue mich ein bisschen, weil wir halt echt hier drinnen was sitzen, was es nicht oft gibt und was im Gelände halt mehr drauf hat als die meisten anderen Autos. Deshalb wird jetzt gefahren, ich bin hier im Schwarzwald, so Rebwege haben wir erstmal, dann kommt wirklich ein bisschen Wald und ich will euch gar nicht zu viel zukacken mit jetzt irgendwie technischen Details. Ich habe euch ja schon relativ viel erzählt, was ich jetzt machen werde. Ist das Auto mal anmachen. Wir starten auf Allrad, in dem Allrad-Auto-Modus und werden jetzt erstmal durch den mit Schnee bedeckten Schwarzwald fahren. Und ich weiß nicht, wie viel ihr seht. Ich mache euch ein paar Bilder von vornherein. Aber hier drin geht was. Natürlich wird das Auto jetzt auch sehr, sehr schmutzig. Das weiß ich jetzt schon. Macht aber nichts, weil das ist hier natürlich ein grandioses Konzept. Hier ist auch ein bisschen abwechselnd, immer wieder mal Asphalt. Und stört den Wrangler nicht, stört den einfach nicht. Egal, dieser Allrad-Auto-Modus ist so gut, dass wir damit halt ja,
überall hinfahren können. Wenn Schnee auf dem Asphalt liegt, dann hat er den Vorteil, dass er uns halt extreme Stabilität gibt. Wenn wir im Gelände sind, haben wir den Vorteil, dass er uns quasi aus jedem Schlammloch rauszieht. Ganz schön übrigens ist mir das, glaube ich, gelungen, im Schnee in Seefeld mit unserem langen Rubicon, Wrangler Rubicon. Schaut euch das Video an, wenn ihr wirklich noch mehr zum Offroad-Fahren wissen wollt, weil ja, da habt ihr dann echt noch eine Menge mehr. Jetzt muss ich schauen, dass ich keine Oma umfahre. Aber was wir jetzt mal machen wollen, ist eine sehr steile Strecke runterfahren mit dem Auto, mit tiefen Schlaglöchern. Und ja, kein Problem, der klebt. Der wiegt natürlich jetzt echt eine Menge. Jeep hat, glaube ich, mal versprochen, dass das Auto weniger wiegen soll als der Vorgänger. Jetzt wiegt er, glaube ich, 50 Kilo mehr. Der Leiterrahmen ist ein bisschen leichter geworden, glaube ich. Ist, glaube ich, 100 Kilo leichter geworden. Aber das Automatikgetriebe soll ein bisschen schwerer sein, glaube ich. Irgendwas ist auf jeden Fall schwerer geworden. Jetzt ist das Auto schwerer. Ja, und ihr merkt hier, das ist sehr einfach. Ich kann auch die Bergabfahrhilfe anmachen. Gehe vom Gas. Und der bremst mehr oder weniger von alleine. Das ist schon richtig cool. Da braucht man halt natürlich auch die richtige Geschwindigkeit. Das ist richtig praktisch. Einfach vom Gas gehen und das Auto rollt langsam den Berg runter. Gefällt mir sehr, sehr gut. So, und jetzt biegen wir langsam hier so ein bisschen in den Wald ab. Ich weiß nicht, was ihr da seht. Schneebedeckter Wald. Schaltwippen haben wir leider keine am Lenkrad, das hätte ich mir noch gewünscht. Was ich jetzt mal natürlich mit euch machen will, ist, ich werde mal also die starre 50-50 Verteilung vom Allrad hier reinmachen. Einfach, dass wir mal einen Vergleich haben. Fühlt sich ein bisschen anders an, aber auch nicht wirklich schlechter. Ja, dann können wir mal nur den Heckantrieb reinmachen und dann, wenn man so schneller in Kurven fährt, merkt man schon durchs hohe Gewicht vom Auto und natürlich den hohen Abstand zwischen Rädern und Karosserie, er wankt in den Kurven ein bisschen, das tut er immer. Man muss auch schön nachlenken, wenn man in so eine Kurve fährt, also es ist jetzt kein Auto, wo man sich einfach nur die Eier schaukeln kann. Nee, hier drin muss man tatsächlich ein bisschen arbeiten. Was ich eigentlich auch irgendwie wahnsinnig cool finde. Hier drin muss man arbeiten, wirklich. Ja, jetzt haben wir den Heckantrieb und fahren wir schnell in eine Kurve. Dann merkt man auch so ein bisschen, okay, das Heck kommt, wir müssen aufpassen. Wir haben hier natürlich ein echt rohes Fahrgefühl. Die Federung ist tendenziell natürlich weich, aber wie gesagt, nachlenken und ja, schaukeln, vor allem bei Lastwechseln, haben wir das hier drin. Das ist einfach so, das gehört eben zum Wrangler einfach dazu. Jetzt kann ich natürlich mit euch noch den Kriechgang einschalten, das ist auch ganz spannend. Da haben wir 2,7 zu 1 hinten, also 2,7 hinten, 1 vorne quasi so im Verhältnis. Ich hoffe, ihr versteht es. Nicht ganz einfach. Wenn wir dann irgendwo immer noch nicht rauskommen sollten, dann haben wir natürlich noch die Möglichkeit, die Differentiale zu sperren. Und dann ist übrigens auch ganz schön, weil ihr mich natürlich oft fragt, ja Mensch, kann ich die Unlimited-Version kaufen oder ist die kurze eher geeignet für mich? Die kurze hat natürlich einen ultra guten Wendekreis hier drin. Übrigens, 450 Newtonmeter Drehmoment sind unglaublich kräftig. Also wir haben hier richtig kräftiges Konzept, obwohl 200 PS nicht so viel klingt. Aber ist halt ein Diesel, ist hier drin für mich genau der richtige Antrieb aus meiner Sicht. Und die helfen uns natürlich, wo rauszukommen. Die guten Böschungen und Neigungswinkel hier drin sind wichtig für die Offroad-Tauglichkeit und eben das Untersetzungsgetriebe hier. Und ja, wie ist es damit? Wie verhält sich es mit diesem Untersetzungsgetriebe? Das habe ich euch natürlich hier erklärt, was es alles gibt. Dann können wir natürlich noch die Achsen vorne und hinten sperren für die Verwindungssteifigkeit vom Auto. Das ist ganz gut. Also wir können sperren vorne und hinten oder nur hinten. Und wir können den Stabilisator vorne entkoppeln. Das ist dann natürlich echt schon Profi-Level. Wo ich hier rumfahre, ist auch echtes Profi-Level. Und das Interessante ist, es ist kein Matsch, weil die Straßen sind natürlich gefroren. Aber der Wrangler klebt hier unglaublich. Und ich habe vor allem eins, ich habe ein wahnsinniges Gefühl von Sicherheit. Denn ich weiß, dass ich mit dem Wrangler, selbst wenn die Straße aufhört und ich nicht umdrehen könnte, überall weiterkomme, ohne Probleme. Und ja, das macht mich einfach irgendwie, ja, das macht mich glücklich, das gibt mir Freiheit, das finde ich gut. Dann müssen wir natürlich aber, oder wollen wir vielleicht noch kurz drüber sprechen, wie sich der Wrangler natürlich auf der richtigen Straße fährt. Und
Ja, da habe ich euch gesagt, in der Kurve, da neigt er sich relativ stark. Ab 140 bekommt er auch Windgeräusche, die relativ laut sind. Schön ist mit dem Verbrauch, kann man irgendwie auch mit 8 Dieselliter hinkommen, was mir richtig gut gefällt. Ja, aber ein Autobahnauto ist es nicht und ehrlicherweise auch für die Langstrecke und für ältere Leute ist es vielleicht so ein bisschen gewöhnungsbedürftig hier mit dem Wrangler, weil sie einfach viel machen müssen. Allein schon hier dieses Untersetzungsgetriebe, der Gang dafür, den zu verstellen, das ist so ein bisschen beschwerlich. Muss man sich natürlich dran gewöhnen, gebe ich zu. Und ja, ist kein klassisches Rentnerauto. Der Wrangler hat auch schlecht abgeschnitten, habe ich gelesen, im Crashtest. Liegt aber wahrscheinlich vielleicht auch an seiner unglaublich stabilen Konstruktion. Die wollen da einfach andere Dinge. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, den hier mit normalen PKW Standards irgendwie zu bemessen, hier einfach, weil es ist einfach ein bisschen anderes Auto. Ich kann den nicht im normalen Crashtest laufen lassen, aus meiner Sicht. Ja, was habe ich gesagt? Ich habe euch was zum Drehmoment, zur Offroad-Tauglichkeit natürlich gesagt. Perfektes Auto übrigens für Schnee. Ich habe euch gesagt, ja, wenn man viel Straße fährt, ist es vielleicht nicht so das ideale Auto, aber ich stehe drauf, weil wir haben halt ein sehr rohes Fahrgefühl, wo wir echt noch viel machen können. Ja, was gibt es noch zu sagen? Übrigens schön hohe Gefühl über der Straße. Wir haben natürlich vorne die Schnauze so ein bisschen im Gesicht. Aber ansonsten ist es schon wirklich cool. Wenn ihr sehen wollt, wie dieses Auto dann wirklich im Schnee fährt, habe ich in Seefeld eins bei euch, ein Video für euch mit 70 cm Neuschnee. Das war der lange. Ansonsten beim Fahren kann man hier natürlich noch sagen, ja, okay, der zieht natürlich jetzt vielleicht nicht so viel wie die lange Version. Die zieht ein bisschen was unter 2,5 Tonnen. Der hier zieht was unter 1,5 Tonnen. Das ist ein Argument, definitiv safe für den langen. Vor allem, weil man dieses Auto natürlich oft als Zugmaschine benutzt. Aber die das nicht machen, die einfach nur im Gelände unterwegs sein wollen, die haben hier natürlich bessere Böschungs- und Neigungswinkel. Die haben hier einen besseren Wendekreis. Die haben hier ein bisschen leichteres Auto. Das ist nicht so, also weniger behäbig im Gelände. Also wie gesagt, wenn man wirklich ein richtiges Gelände-Profi-Auto will, dann nimmt man den. Wenn man mehr Platz und Alltagstauglichkeit will, dann sollte man den lang nehmen. Weil hier hinten, was ich euch nicht erzählt habe bisher, glaube ich, ich habe schon Freunde hier mitgenommen und die muss man da so richtig reinoperieren. Das ist nicht schön. Also nicht schön für die, lustig für mich. Auf jeden Fall nicht sehr komfortabel. Aber wenn sie hinten sind, haben sie dann doch relativ viel Platz. Ja, das war's. Habe ich schon erwähnt, dass es wirklich das letzte echte, richtig krasse Offroad-Monster ist. Sehr vergleichbar mit dem G, sehr vergleichbar mit dem alten Defender. Pajero kann auch echt viel im Gelände. Es gibt noch den Toyota, der viel im Gelände kann. Den bin ich aber noch nicht gefahren, deswegen will ich gar nicht so viel drüber sprechen. Ansonsten bin ich unglaublich glücklich mit diesem Auto und werde jetzt, wenn mich niemand stoppt, einmal quer über den Schwarzwald, über die Alpen fahren. Und das ist schon was, wo ich sage, okay, das kann ich jedes Auto. Und davor soll ich einen riesen Respekt, denn das ist einfach einmalig, das ist cool und ja, das ist, glaube ich, mein neues Auto. Ja, Sonnenuntergang und Fazit habe ich mal wieder unglaublich gut getimt. Ich bin einfach ein alter Romantiker. Nein, ganz im Ernst, warum ist das eins meiner Lieblingsautos aktuell und warum werde ich ihn mir wahrscheinlich kaufen? Weil, schaut euch die Optik an, klassisch, kantig, anders, auffallend, aber nicht negativ auffallend. Die Leute lieben dieses Auto. Es hat ein unglaublich gutes Image und wir haben natürlich eins, ein Riesengefühl von Freiheit da drin. Denn ich könnte mir dieses Ding nehmen, einmal über den Schwarzwald fahren und der fängt dann an Spaß zu machen und zu funktionieren, wo andere Autos längst sagen, komm, mach den Scheiß alleine, ich will nicht mehr. Wahnsinnig tolles Konzept, klar, kleine Einbußen haben wir natürlich im Komfort, haben wir natürlich auf der Straße, aber ich sehe es ein bisschen anders, denn ich bin jemand, ich habe gern so ein bisschen roheres Fahrgefühl, ich habe gern viel Kontrolle, kann gern viel steuern und habe die Möglichkeit, sehr viel zu tun und das macht mir beim Fahren Spaß und ich glaube, die Wrangler-Fans verstehen, was ich meine. Ja, und da gibt es natürlich noch die alte Diskussion drüber, langer oder kurzer Radstand. Ich finde, im Gelände ist der kurze Radstand wesentlich viel besser. Natürlich ist er besser und für den Alltag
ist die lange Version besser mit größerem Kofferraum, mit den Türen hinten. Da hinten jemand rein zu operieren, ist nicht ganz einfach. Die Mädels, die da hinten schon drin waren, nicht bei mir. Die wissen, von was ich spreche. Ansonsten ist es ein unglaublich gutes Auto. Aber jetzt müssen wir natürlich ein bisschen über die Einordnung im Markt sprechen. Wir haben natürlich noch den Mercedes G. Der ist teuer, der ist gut, der ist vielleicht ähnlich gut, vielleicht noch ein bisschen komfortabler als der im Innenraum und ein bisschen moderner. Ja, dann haben wir den Defender halt eben nicht mehr. Der Pajero ist echt alt. Wir haben den Toyota noch. Den habe ich noch nicht gefahren, gebe ich zu. Wir haben den Suzuki Jimny, der ist viel kleiner, natürlich auch vielleicht ein Drittel billiger. Und wir haben den, also sprechen wir über den Preis. Der geht bei 46.500 los mit kurzem Radstand in der Einstiegsvariante Sport. Ich glaube 49.000 werden es dann, wenn man Sahara, also die mittlere Variante, die ein bisschen urbanere oder eben Offroad Rubicon will, und jeweils 3.000 mehr werden es dann in der langen Variante. So wie er da steht, kostet er ein bisschen was über 62.000 Euro, also so wahnsinnig viel kann man da auch nicht mehr reinpacken. Ja, und dann gibt es noch die Diskussion Diesel oder Benziner. Wir haben hier einen SCR-Cut drin, Euro 6 Detempmann. Der Diesel passt wahnsinnig gut hier rein. Für alle anderen wartet auf den Benziner. Der kommt irgendwann Anfang 2019. Ich werde auch garantiert darüber berichten. Ansonsten lasst mir doch gern eure Meinung über das Review, über das Auto, über eure Erfahrung, über alles Mögliche da. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht mit dem Auto. Ich bin auch tierisch traurig, dass der jetzt weg muss. Ich will nicht, dass er weggeht. Aber vielleicht kaufe ich ihn mir ja. Und ansonsten vielen Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann schaltet einfach aus oder so. Ansonsten abonniert den Kanal, das würde mich tierisch freuen. Mehr findet ihr bei uns auf Facebook, auf Instagram oder auf www.derautotester.de. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.